Ja, wir haben Longboard weitergebaut. Wir haben letzte Woche schon mal was erzählt, aber wir machen jetzt einfach nochmal komplett von vorne. Ist ein bisschen mehr an manchen Stellen ein bisschen weniger. Und wer letzte Woche nicht da war, kriegt nochmal einen Überblick. Ja, der Stein des Anstoßes. Genau. War folgendes Video. Thank you.
Ja, wir haben das halt irgendwie gesehen und dachten so, hey, dauert ja keine 10 Minuten, machen wir, tschakka. Genau, aus den 7 Minuten Video wurden dann 7 Tage Arbeit. Genau. Ne, geht's nicht? Ah, jetzt. Okay. Ja, wir sind halt erstmal hingegangen und haben überlegt, was brauchen wir eigentlich alles, weil 2 Boards sind ein bisschen günstiger als ein Board zu bauen. Liegt einfach daran, dass halt Glasfasergewebe ein bisschen günstiger ist, wenn man mehr nimmt, Müllerfolie. Ja. Das 1,5 Kilo Gebinde Epoxy teilt sich auch besser auf 2 Boards auf. Genau. Ja. Also das erste waren die Sperrholzplatten und der Holzleim. Das war im Endeffekt noch das günstigste an der ganzen Sache. Dann einfach 2 Platten A 1,20 x 60, und die haben die uns auch da vor Ort direkt in der Hälfte durchgeschnitten. Das heißt, wir hatten 4 Bretter A 1,20 x 30, perfekte Länge. Ja, dann den Glasfaserkram. Da haben wir uns einfach ziemlich weitgehend an die Beschreibung vom Video gehalten, was die Typen angeht. Die Achsen, da haben wir jetzt nicht so arg Wert drauf gelegt, da haben wir jetzt einfach mal relativ günstige genommen, die Spacer genauso, das ist halt, das kommt halt in die Rollen rein zwischen die Kugellager, das ist so ein Stück Plastik, das ist halt, ja. Die Kugellager, da haben wir uns dann dafür entschieden, nicht die günstigsten zu nehmen, sondern einigermaßen ordentliche. Und Rollen haben wir jetzt auch unterschiedliche, einfach weil von den günstigen waren keine 2 Packungen mehr da. Ja, dann irgendwie 100er Packen Schrauben und Muttern und Unterlegscheiben, um die Achsen fest zu montieren. Das ist jetzt auch nicht so die Welt an Geld gewesen. Die Marker, um damit drauf rumzumalen, und Haarspray zum Fixieren. Da haben wir auch auf den beiden Boards gut die 2 Dosen, die wir gekauft haben, verballert. Also so ultra mega extra stark Stufe 5 vom Rewe hat pickelfest gehalten. Aber wenn man sich das Ergebnis in dem Video anguckt, lohnen sich die 2 Euro Investitionen definitiv. Also man muss zu den Kosten sagen, dass das immer, also die sind aufgeteilt. Also zum Schnitt kommt man auf 150 Euro pro Board. Genau. 150, 160 irgendwas um den Dreh. Ja. Also im Video sagt er, 80 Euro hat Board gekostet, aber damit meint er nur das reine Board. Ohne die Rollen, ohne Kugellager, ohne alles. Genau. So. War uns vorher halt in dem Umfang auch nicht klar. Das waren die ursprünglichen Entwürfe, die wir dann irgendwann mal zusammen geinkscaped haben. Sind auch, denke ich, weitgehend so umgesetzt worden, bis auf, ich denke, meinen Entwurf mit den Flügelchen, wo einfach keine einzelnen Federn mehr reingekommen sind, weil es ohne schon fucking awesome aussah. So, und dann haben wir angefangen. Haben die Bretter zusammengeleimt, das haben wir beim letzten Mal schon erzählt, mit 2 Hölzchen drunter, damit die sich ungefähr 2 cm durchbiegen. Schön Gewicht drauf. Und obwohl man sagt, Holzleim ist irgendwie innerhalb von einer halben Stunde trocken, über Nacht trocknen lassen. Ist einfach auf der sichereren Seite. Dann haben wir unsere vorgefertigten Schablonen auf die Bretter übertragen. Und dann anschließend diese Form mit der Stichsäge ausgesägt. Ja, wir hatten es letzte Woche schon mal erwähnt, die Bretter haben sich an den Seiten ein bisschen gehoben durch das Leim. Wir waren zu dem Zeitpunkt nicht sicher, ob das jetzt so toll war. Wir haben gesagt, wir schneiden es trotzdem, weil wenn es kaputt ist, ist es eh kaputt. Und haben gemerkt, dass die Abhebung eigentlich nur minimal ist. Ja, also es ging wirklich nur an den Seiten auseinander. Das heißt, sobald wir irgendwie die erste Portion ausgeschnitten haben, hat sich das auch relativ schnell wieder verflüchtigt. So haben wir sie dann ausgesägt, den Formen nach, und haben dann diese überstehenden Kanten nochmal nachgeleimt mit Schraubzwingen an beiden Boards. Das hat sich auch definitiv gelohnt, danach war halt fast nichts mehr zu sehen. Also wenn man weiß, wonach man suchen muss, dann kann man noch die ein oder andere kleine Kante erkennen, aber war dann schon sehr stabil verleimt. Das Ganze dann die Ränder abgeschliffen. Und das Board als Ganzes abgeschliffen, damit einfach hinterher besser Dinge drauf halten. Und dann haben wir die Motive auf die Boards übertragen. Erst die Schablonen draufgelegt, dann ausgemalt.
Und wie man sieht, auf dem ersten Bild ist es noch hell, auf dem letzten Bild ist es schon dunkel. Also für das Anmalen der Boards, die Zeit, die man da braucht, ist schon nicht zu unterschätzen. Also wir haben halt tatsächlich 2 Tage fürs Anmalen im Endeffekt gebraucht, weil wir nach einer Seite beide gesagt haben, wir können keinen Stift mehr halten. Also Tag 3 war dann die andere Seite dran. Beim Felicitos Board etwas mehr, bei mir etwas weniger, einfach weil er vollflächiges Design hatte. Aber das Ergebnis sah dann schon ziemlich awesome aus. So. Und dann kam der spannende Teil. Nach Tag 3 haben wir ja hier letzten Dienstag schon mal Vortrag gehalten. Und dann kam tatsächlich mittwochs schon die Lieferung, beziehungsweise dienstags abends, die Lieferung von R&G. Das heißt, wir konnten mittwochs direkt anfangen, weiterzubauen. Das heißt, wir hatten dieses Glasgewebe, was wir zuschneiden mussten, was eine sehr, sehr lustige Textur hat. Also wenn man das zwischen Fingern hat, dann ist es halt irgendwie so total glatt und fließend und so. Und man hat halt das Gefühl, das glitscht einem dauernd aus den Händen raus. Seitlich glänzend, ja, würde ich so beschreiben. Und es zieht sich halt wie doof, ja. Also wir haben halt irgendwie mit guten 5 cm Rand die Dinger um die Boards ausgeschnitten und dann haben wir sie draufgelegt und dann waren sie halt irgendwie so breit und das Board halt so. Also das zog sich halt gut hin und her, das heißt, man musste schon die Textur hinterher wieder auseinanderziehen. Und das will man halt schon lieber mit 4 Händen machen als mit 2. Also da hat sich das Zusammenbauen schon sehr stark gelohnt, weil das sind einfach Dinge, das ist halt unglaublich anstrengend, gerade die erste Lage da aufzubringen. Dann haben wir erstmal die Müllerfolie beschichtet mit dem Trennspray und gut trocknen lassen, damit die auch definitiv ausgetrocknet ist und uns nicht am Epoxy kleben bleibt, weil das wäre ärgerlich geworden. Das war auch, eine Erklärung zu der Müllerfolie, warum man die nimmt. Also die bleibt später nicht auf dem Board drauf, sondern die wird dafür genommen, dass du eine glatte Oberfläche bekommst. Und deswegen auch dieses Trennspray, damit eben sich die Müllerfolie nicht mit dem Epoxy verbindet. Genau. Also da sollte man wirklich gucken, dass die ordentlich trocken und ordentlich gleichmäßig ist. Und da muss ich sagen, das war der Schritt, wovor ich noch so mit am meisten Schiss hatte, dass uns die Folie kleben bleibt. Aber das ging wirklich überraschend ordentlich. Kurze Frage dazu. Also ihr benutzt diese Müllerfolie nur dafür benutzt, dass das Ganze glatt bleibt. Genau. Ja. Also die ist, ich glaube, 0,25 mm ist sie dick. Also hat schon, ist schon stabil. Ja. Und du kriegst halt wirklich eine Glätte rein. Ein Stück Müllerfolie und ein Stück Glasfasergewebe zum Angucken mitbringen. Hab ich mir gerade eben auch gedacht. Ihr habt doch aber, ich meine, ihr habt das Ganze doch nachher, wenn ihr es jetzt. Okay, mach kurz weiter, vielleicht sehe ich es dann euch. Ja, genau. Dann das Ganze da drauf bringen. Da sieht man auch relativ gut bei dem unteren Bild, wie stark sich dieser ganze Kram wälzt und wie anstrengend es ist, es wirklich glatt auf das Brett zu bringen. Ohne irgendwelche Lufteinschlüsse oder so. Weil wenn man natürlich nicht haben, sonst ist die Oberfläche hinterher eine Katastrophe. Und dann waren auf meinem 3 Schichten von dem Glasfasergewebe auf der Unterseite bei Felicitos 4, einfach um das Board stabiler zu kriegen, weil es ein ganzes Stück länger ist. Also und ich vermute auch ein ganzes Stück mehr Weg. Nicht so schlimm. Auf die Fläche des Boards gerechnet nicht mehr. Also haben wir das letzte Mal schon gesagt, dass ich habe mich halt für 1 Meter entschieden und Felicitos für 1,20. Einfach weil ich gesagt habe, so 1 Meter geht mir schon, bis da 1,20 bin ich fast bei meiner Nasenspitze angekommen. Also da muss man, denke ich, bei der Länge wirklich gucken, was einem am besten passt. Dass auch der Online-Markt bietet auch alles zwischen 50 und 3 Metern an. Also so. Wie breit ist das Glasfasergewebe? Weil wenn ich jetzt mal rechne, 5 Meter gehabt und das eine ist 1,20, das andere. Die Rolle ist 1 Meter breit und war 5 Meter drauf. Das heißt, durch die 45 Grad Versetzung kommst du da locker hin. Also wir haben noch 1 Quadratmeter über. Wenn jemand mal irgendwie mit Glasfaser was machen will. Und das Board an sich ist halt, glaube ich, in beiden Fällen jetzt in der Mitte 25 cm breit. Also dass man einen bequemen Fuß drauf kriegt. So. Und dann musste die Müllerfolie darüber gebügelt werden, ohne sämtliche Luftbläschen und so weiter und so fort. Was halt wirklich mehr so die anstrengende Nummer war. Was ich als relativ
geeignetes Werkzeug erwiesen hat, war ein Schleifbock, der unten so eine Moosgummi-Oberfläche hatte. Selbstverständlich ohne Schleifpapier. Und damit konnte man ziemlich gut die ganzen Luftblasen da rausdrücken. Ja, und dann auf eine Unterlage legen, wieder die Klötzchen drauf, damit es sich wieder durchbiegt. Das hatte sich auch bei der ganzen Mal- und Säge- und sonst was Aktion schon wieder ziemlich zurückgebogen. Ja. Gut Gewicht drauf. So, was man hier jetzt sieht, ist, man sollte eine zweite Müllerfolie drunter legen, weil, wie man da oben links so rechts so schön erkennen kann, ist das Malerfilz, was unten drunter lag, so ein bisschen an dem Board festgebappt. Das ist uns beiden passiert, weil Felicitas nicht aus meiner Erfahrung lernen wollte. Ja, ich hatte es gemerkt und dann habe ich gedacht, hey, jetzt ist das Gewicht drauf, jetzt mache ich nicht nochmal runter. Und gut, bei mir war es relativ einfach abzuschleifen, weil ich da sowieso Holz drum rum hatte. Bei Felicitus war es ein bisschen ärgerlicher, einfach weil er vollflächig Farbe auf der anderen Seite hat. Und dann sieht man hier unten rechts relativ gut, wie das dann geworden ist. Also das ausgehärtete Epoxy-Glasfaser-Zeug ist halt richtig schön hartes Plastik. Ja, kann man auch wunderbar dann mit dem Cutter einfach abschneiden. Gut, meins war noch nicht hundertprozentig ausgehärtet, deswegen sind da die ein oder anderen Fingerabdrücke von mir. Also wer mich mal beim BKA melden möchte oder so, nimmt mein Wort. Plus Pulli-Fusseln und ich glaube die ein oder anderen Haare noch eingebappt. Aber dafür war es im nicht hundertprozentig harten Zustand relativ einfach, das Ganze von dem Board runterzuschneiden an den Seiten. Und das sah dann so aus. Also die Kanten ordentlich irgendwie bereinigen und dann durfte es noch mal eine Runde in der Sonne austrocknen, während wir Felicitas Board gemacht haben. So. Da haben wir dann das andere Board auf der Unterseite eingepinselt mit 4 Schichten Müllerfolie. Genau, Müllerfolie, Glasfaser. Da unten sieht man auch noch mal relativ schön, wie dieses Gewebe aussieht. Also schon irgendwie sehr, ja, also sehr glänzend. Und also im Wiki gibt es dann auch die HD-Plus-Bilder. Genau, im Wiki gibt es die alle nochmal in groß und schön. Da auch wieder die Müllerfolie drauf, da sieht man halt schon relativ krass die ganzen Lufteinschlüsse. Das macht halt schon einen großen Unterschied. Auf dem Beamer halt nicht so, aber halt auf den richtigen Fotos sieht man es dann ein bisschen besser. Ja, genau, die Bilder sind alle auch nochmal, fast alle auch nochmal im Wiki. Und dann habe ich meine Oberseite eingepinselt. Und mit Reststücken belegt. Was mich gewundert hat, ist, man hatte irgendwie die fransigen Kanten von den Reststücken, aber das hat man halt in der fertigen Version obendrauf überhaupt nicht mehr gesehen. Kann ja leider nicht zeigen, weil bei mir Grip Tape drauf ist. Aber das hat halt überraschenderweise sehr, sehr gut geklappt. Auch auf manchen Stellen irgendwie fast 3 Schichten und auf anderen Stellen nur eine. Sieht man überhaupt nichts von. Ja, also nochmal zur Erklärung. Jackie hat im Unterschied zum Video wirklich eine glatte Oberfläche gemacht und dann mit einem Grip Tape, ist im Prinzip wie so Sandpapier, wie Schleifpapier ähnlich, draufgeklebt. Ich habe das wirklich wie in einem Video gemacht, zeige ich euch später gleich noch, warum ich das nicht nochmal tun würde. Okay, ja genau, also ich habe dann bei mir auf die Oberfläche wieder Müllerfolie drauf gemacht, einfach weil das Grip Tape, wie man das so von den Skateboards kennt, ist so ein selbstklebendes Schleifpapier. Und da braucht man natürlich eine glatte Oberfläche, damit das haftet. Die Erfahrung, die ich allerdings gemacht habe, ist, dass man es irgendwie zumindest ein bisschen beschweren sollte, weil es an den Kanten nicht überall ganz gut geklebt hat. Also die eine Seite ein bisschen besser und an der anderen Seite sind halt Stellen, wo ich gedacht habe, so, muss man vielleicht nochmal bei Gelegenheit ein bisschen Epoxy drunter machen. Aber ich habe es halt einfach jetzt mit dem Grip Tape zugeklebt, da sieht man es nicht. War das so halt transparent oder hast du deine Muster überklebt? Was? Das Grip Tape. Okay. Das Grip Tape ist ausgeschnitten. Genau. Da habe ich in der Mitte um die Lilie rum habe ich so eine Wappenform ausgeschnitten. Das hat auch eine deutlich schönere Farbe in echt als hier auf den Fotos. Und habe halt aber wirklich nur die Form in der Mitte ausgeschnitten und es prinzipiell so eckig gelassen. Das habe ich dann hinterher mit einer Feile die Kanten im Endeffekt runtergerieben, weil es da sich einfach besser mit dem Board verbindet an Kanten und es gibt halt so einen ganz netten Vintage-Look. So, dann den ganzen Kram wieder trocken lassen.
einer Nacht. Und dann gucken, was die Zwischenergebnisse machen. Da sieht man jetzt so leidlich die weißen Kanten bei Felicitus, die er da gerade am Abschmirgeln ist. Das war halt mal wieder die Oberfläche. Also der Harz, das Harz, was halt einfach runtergetropft ist. Also während Penny Lane da schon quasi Endspurt hingelegt hat, war ich halt dann auch erstmal am Säubern und deswegen hat sich das ganze Müll verzögert. Ja, ursprünglich wollten wir ja beide Boards parallel machen, aber wir konnten die Unterseite von Felicitus' Board nicht mehr am gleichen Tag fertig machen wie meins, weil Felicitus ein kleines gesundheitliches Problem hatte. Zahnarzt. Das auch. Nee, Zahnarzt war der Tag drauf. Das war dein Hexenschuss. Stimmt. Ah, ich erinnere mich. So, damit war ich schon quasi fertig und habe mein Grip-Tape da drauf geschmirgelt. Da sieht man es halt ganz gut, dass ich einfach die Kanten mit der Feile runtergerieben habe. Hat halt schön im Endeffekt die leicht überstehenden Kanten, die nicht ganz sauber waren vom Epoxy, noch bereinigt. Ah, genau. Was ich auch noch dazu sagen sollte, beim Bereinigen der zweiten Schicht, weil es trieft halt immer noch was runter, das heißt, die Unterseite ordentlich machen, wenn man sie gemacht hat, lohnt sich quasi nicht. Aber wenn man die Oberseite gemacht hat und das Board irgendwie in den Endzustand bringen will, sollte man gucken, dass man die Kanten wirklich sauber kriegt und zum Schluss irgendwie, wenn man es mit dem Cutter gemacht hat, nochmal mit Schleifpapier drüber gehen oder so, weil der Glasfaserkram mit dem Epoxy wird halt ausgehärtet verdammt scharfkantig. Also das war schon böse. So. Dann habe ich mit freundlicher Unterstützung von Leuten, die besser mit der Bohrmaschine umgehen können, als ich, meine Achsen da dran gedübelt. Es war übrigens nicht so einfach, die fucking Mitte zu finden, weil ja. Jackies Board ist leicht asymmetrisch gewesen. Also es war eine handgezeichnete Schablone und dann per Hand ausgesägt und meine erste große Episode an der Stichsäge und so. Das heißt, es war so ein bisschen schief. Das heißt, da irgendwie die Achsen mittig und gerade dran zu bringen, war ein bisschen abenteuerlich. Es hat auch jetzt so einen ganz leichten Linksdrall, aber bevor ich das merke, bevor ich so gut fahre, dass ich das merke, ist das Board, glaube ich, schon längst wieder durch. So, Achsen dran dübeln und Flex-Test. Es hat nicht knack gemacht. Und dann hatte ich schon ein sehr stolzes Ergebnis mit dem Board, weil ich habe zumindest kurz drauf gestanden, danach hing das Board im Blumenkübel und ich woanders, aber es hat mich zumindest gehalten. Ja, also nachdem Jackies Board fertig war, das war letzten Freitag, habe ich mich halt Samstag nochmal hingesetzt, nochmal nachgemalt, da wo ich halt den Epoxy drunter gekratzt habe, dann nochmal im Prinzip das gleiche wie bei Penny Lane. Ich habe leider keine Bilder gemacht, weil alleine Bilder machen ist ein bisschen doof, wenn du am Arbeiten bist. Ja, halt mit diesem Modellbausand dann drauf und ja, so sah das Ganze dann bei mir aus. Und warum würdest du das mit dem Modellbausand nicht nochmal machen? Also ich finde, es sieht nicht so verkehrt aus. Es sieht unregelmäßig aus, sieht man gleich in Natura. Okay. Hint, hint. Ja, ich habe es ja eben gesehen, ich fand es gar nicht so schlimm. So, damit waren beide Boards fertig und während Felicitus noch gebastelt hat, habe ich mal versucht zu fahren. Das stieß dann auf Unverständnis bei gewissen Familienmitgliedern. Musste Jakob unbedingt mal filmen. Was hätte er denn erst bei meinem Board gemacht? Mit der Katze drauf. Vielleicht hat er auch was gegen das Pink. Möglich. Ich würde was sagen, vielleicht hätte ich die Fahrer nicht gefahren. Also jetzt machst du Fupp und der Hund hängt mit dem Board sonst wo. Ja. Meine Versuche auf dem Schulhof meiner Grundschule, weil da war schön ebenerdig, sahen dann auch stellenweise etwas lustig aus. So, erstmal versuchen, überhaupt mal stabil darauf zu stehen, bevor man überhaupt nur auf die Idee kommt, sich zu bewegen. Das mit den Protektoren ist eine gute Idee, kann Felicitus bestätigen. Braucht man schon.
dieser Riss in der Hose ist da gestern passiert. Der Bodycover war übrigens unten drunter, das heißt, im Bein ist nichts passiert. Meine Hose war vorher schon zerrissen, aber ich habe trotzdem die genommen. Ist dann auch hin und wieder das Gleichgewicht verloren gegangen und man ist hinter dem Board hergelaufen. Noch ein Upsi-Pannenshow-fähiges Video von meinem, ich versuche mich mal auf diesem Ding zu bewegen. Es ist nicht lange gut gegangen. Aber so sah das, glaube ich, die ersten paar Stunden bei beiden von uns aus. Und da oben sieht man auch schön Felicitas zerschrammten Protektor. Also man muss da schon mal 3 Stunden drauf gestanden haben, bevor man stabil irgendwie 5 Meter weit kommt, denke ich. Ja. Aber die Boards sind fertig, sie halten uns aus und sie fahren auch so, wie sie sollen. Haben wir noch was oder können wir sie zeigen? Nee, das ist die letzte Folie. Also wer gucken will, kommen sie ran, kommen sie ran. Genau. Das sind die fertigen Boards. Ja. Also man sieht hier auch an der Unterseite, wie schön die geworden ist, also wie glatt. Ja, wie ein Babypopo und Oberseite ist halt eher so. Ja, bei mir sind so ein paar Lufteinschlüsse drin. Da haben wir einfach zu wenig Epoxy dran gehabt. Das sieht man hier an diesen leicht grauen Stellen. Da haben wir bei Felicitas draus gelernt und mehr Epoxy draufgeschmissen. Und ich war halt der Meinung, dass Grip Tape zu einem Board irgendwie dazugehört. Ja, also mir ist an der Oberseite auch, dadurch, dass keine Müllarfolie drauf war, ist halt einfach ein bisschen das Glasfaser abgehoben. Das werde ich vielleicht irgendwann nochmal fixen. Gerne mal in die Hand nehmen. Deswegen sage ich mit dem Grip Tape jetzt gleich ist schon mal. Ist gar nicht mal so leicht. So groben Sand, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Folie war hier in einem Arbeitsgang. Die Folie war auf beiden Seiten drauf. Ja, das Problem ist, wenn du das Epoxy trocknen lässt, halt das habe ich unten gemacht, und dann nochmal Epoxy drauf schmierst, also frischen drauf schmierst, kannst du es richtig so abschälen. Und da das halt verbindet sich nicht. Auch nicht so ganz ordentlich, wenn die Ränder festgetrocknet. Ja, aber dann hast du das Problem, dass es nicht mehr transparent ist. Also wenn du den Epoxy aufbaust, dann wird es richtig gräulich. Ja, aber wenn du das drüber laminierst, dann ist es wieder transparent. Das ist der Trick. Also, vielleicht nicht perfekt, aber schon, ich meine, es ist ja eine richtige Transparenz, die auch braucht. Das ist einmal mit Epoxy. Deswegen, also ich hätte es wohl... Das heißt, der kann allerhöchstens irgendwie beim Reinigen der Kanten ein bisschen gelitten haben, aber der sollte schon also relativ gut sein. Du kannst auch den Sand drauf machen und dann Folie und dann irgendwas Weiches und dann drauf drücken. Was ist da passiert? Deswegen sagt er nämlich in dem Video.